Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Mass Effect 2. Wir werden jetzt mal Ich suchen. sag dir doch, entspann dich. Sex werden ein paar fehlende Teile niemals auffallen. Ja. Nein, ich kann nicht rein. Raumhafen. Weil es ein Tatort ist, alles abgeriegelt. Eclipse-Söldnerinnen, irgendeine Justikarin, was weiß ich. Niemand kriegt die Extraware zu Gesicht und deshalb werden wir auch reich. Na, ja, das überlegen wir uns, ob die reich werden. Denn wir werden jetzt mit der Justikarin reden, werden mal gucken, ob wir irgendwie helfen können und werden sie dann natürlich dazu bewegen, mit uns mitzukommen. So, wir nehmen ihr mit. Ich denke mal, wir nehmen. Nehmen wir Fane vielleicht mit? I don't know, Miranda. Hallo. Das gefällt mir gar nicht. Garrus. Wir nehmen mal Tali mit. Zwei Pünktchen haben wir. Brauchen wir noch zwei weitere. Kampfdrohne, Rang erwerben. Das wäre natürlich geil. Schaden. Und hier ist Impuls, weil das Impulsschaden sind 100 Punkte. Das macht halt auch Barrieren, Gesundheit und Panzerung Schaden, deshalb nehmen wir das mal. Weil es vielseitiger ist. So, ein Garrus hat zwei Punkte, die wir nicht setzen können. Auswählen, wir nehmen natürlich wieder unseren Bogenprojektor mit. Und beenden das Ganze hier. Wo wollen Sie denn hin? Ich bringe meine Ware nach Omega, Detective. Sie gehen nirgendwo hin, Händler. Nicht bevor ich diesen Mord aufgeklärt habe. Ich hatte nichts damit zu tun. Es waren diese üblen Söldner, die Sie offenbar nicht loswerden. Das Opfer war Ihr Geschäftspartner und Sie gehören zu den Verdächtigen. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn Sie gehen dürfen. Was ist mit der Justikarin, die gerade aufgetaucht ist? Alle sagen, sie dreht vielleicht durch und greift zur Waffe. Ich muss hier weg. Sie schießt nur auf Kriminelle. Sie hätten also mit Sicherheit nichts zu befürchten, Pitney Four. Ich bin auf dem Revier, wenn Sie mich brauchen. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwie helfen können. Die Polizei gibt es nicht zu, aber die Eclipse-Schwestern beherrschen diese Gegend. Wieso haben Turianer eigentlich schon mal dieses Ding da hinten um den Hals? Diesen Knuppel. Den haben ja scheinbar ziemlich viele. Ich wollte früher auch mal Justikarin werden. Vermutlich wie jede Asari. Nun denn. Hübsche Waffen. Bitte nicht in meinem Bezirk abfeuern. Was kann ich für Sie tun? Ich suche eine Asari-Kriegerin namens Samara. Wenn Sie eine Rechnung mit Samara zu begleichen haben, dann bitte woanders. Ich habe hier schon mehr als genug Ärger. Ich muss Samara für meine Mission rekrutieren. Dann sind wir auch schon wieder weg. Justikare arbeiten zwar normalerweise allein, werden aber nahezu magisch von unmöglichen Aufgaben angezogen. Das können wir bieten. Wenn Sie sie aus meinem Bezirk rausschaffen, bringe ich sie umgehend zu ihr. Sie ist am Tatort. Sie haben sie an einen abgesperrten Tatort gelassen? Ich bin Polizistin. Ein Justikar hat meine volle Kooperation. Außerdem ist sie schon länger am Tatort, als es uns beide gibt. Sie kann auf sich selbst aufpassen. Sie sind sehr begierig darauf, Samara aus ihrem Bezirk zu kriegen. Meine Bosse wollen, dass ich sie einsperre. Sie haben Angst, sie würde irgendeinen Vorfall mit mehreren Spezies provozieren.
Aber ihr Justikar-Kodex lässt nicht zu, dass man sie verhaftet. Wenn ich es versuchen würde, müsste sie mich umbringen. Ich will aber nicht sterben. Wenn Sie sie also mit irgendeiner ehrenvollen Sache fortlocken könnten, bevor ich meine Befehle erfüllen muss, würde mich das sehr freuen. Und ich würde Ihnen behilflich sein. Wie komme ich zum Tatort? Es ist gleich um die Ecke. Gehen Sie raus und dann links. Suchen Sie nach der Polizeiabsperrung. Ich sage Bescheid, damit man sie durchlässt. Vorsicht! Die Eclipse-Söldnerinnen hier treiben sich seit kurzem in diesen Nebengassen herum. Was muss ich über diese Söldner wissen? Eclipse-Söldner sind professionelle Killer. Sie verkaufen roten Sand, handeln mit illegalen Waffen und schmuggeln Kriminelle raus. Sie kontrollieren einige der Nebengassen hier. Ihr Versteck konnte ich leider noch nicht aufspüren. Was ist eigentlich roter Sand? Sie erwähnten einen Tatort. Ein Händler der Volos wurde ermordet. Die Arbeit eines Profis, also kein Junkie, der sich Stoff beschaffen wollte. Meiner Vermutung nach war es die hiesige Eclipse-Söldner-Truppe. Beweisen kann ich es nicht, aber wenn der Volos auch Dreck am Stecken hatte, war es vielleicht nur eine Geschäftstransaktion, die aus dem Ruder gelaufen ist. Ich muss gehen. Dann nehmen wir sie uns mal vor. Wir sollten Samara finden, bevor der Detective sich auf die Suche nach ihr macht. Waffenausrüstung spinnt brauche ich jetzt nicht. Wir gucken mal noch ganz kurz, ist hier hinten irgendwas? Nope, nichts im Hut, also gehen wir weiter. Mit der Dame haben wir schon geredet. Mal gucken, ob wir jetzt hier durch dürfen. Inaya hat angeordnet, dass wir sie durchlassen sollen. Passen Sie auf. Da hinten sind Söldner. Wir warten auf Verstärkung. Area will schicken den Rest von mir noch auf Fax. Gucken wir doch mal, vielleicht haben wir hier irgendwas. Der Rest vom Bravo-Team soll sich fertig machen. Das Alpha-Team ist vor 20 Minuten der Justikarin hinterher und hat sich seitdem nicht mehr gemeldet. Bedrohung entdeckt. Ich habe überlegt, ob ich es vielleicht schon mit dem Bogenprojektor mache, aber dann dachte ich mir, nein. Und B, die Ziele waren, glaube ich, zu weit weg dafür. Dann regeln wir das lieber auf meine Art. Die ich eh viel lieber habe. Das waren meine besten Leute! Sagen Sie mir, was ich wissen will, und ich bin sofort weg. Wo haben Sie sie hingeschickt? Sie glauben, ich verrate Sie? Sie würde mir Schmerzen zufügen, die Sie sich nicht vorstellen können. Wie hieß das Schiff? Ihr Leben hängt von der Antwort ab, Lieutenant. Selbst wenn Sie mich töten, wird eine von uns Sie kriegen, Justikarin! Wie hieß das Schiff, mit dem sie geflohen ist? Oh, fahren Sie zum Teufel! Mögen Sie Frieden in den Armen der Göttin finden. Mein Name ist Samara und ich diene dem Justikar-Kodex. Meine Gegner sind die Eclipse-Schwestern. Aber jetzt stehen drei gut bewaffnete Kämpfer vor mir. Sind wir Freunde oder Feinde? Ich bin Commander Shepard und ich brauche Ihre Hilfe bei einer wichtigen Mission, Samara. Das ehrt mich, aber ich stecke mitten in einer Ermittlung. Die Chancen sind miserabel, fast schon selbstmörderisch. Und dafür brauche ich die Besten, also Sie.
Ich fühle die Wahrheit in ihren Worten und sie beschämen mich. Aber ich bin hinter einem unglaublich gefährlichen Flüchtling. Ja, dann helfen wir doch einfach. Ich hatte sie hier in die Enge getrieben, aber die Eclipse-Schwestern haben sie weggebracht. Ich brauche den Namen des Schiffes, auf dem sie war, bevor die Spur kalt wird. Ich wünschte, sie würden den Menschen begleiten, Justikaren. Ich habe Befehl, sie zu verhaften, wenn sie nicht gehen. Sie gehen ein großes Risiko ein, indem sie ihre Befehle befolgen, Detective. Zum Glück muss ich mich nicht weigern. Mein Kodex verpflichtet mich dazu, einen Tag lang mit ihnen zu kooperieren. Danach muss ich meine Ermittlungen fortsetzen. So schnell kann ich sie nicht wieder freilassen. Sie werden mich nicht aufhalten können. Es muss doch eine Lösung geben, wie wir alle bekommen, was wir wollen. Ich weiß eine Lösung. Während ich in Verwahrung bin, finden Sie den Namen des Schiffes heraus. Wenn Sie das tun, schließe ich mich Ihnen an. Dann ist dem Kodex Genüge getan. Haben Sie irgendwelche Spuren? Der Volus-Händler Pitney 4 ist darin verwickelt. Eclipse-Söldner wollten ihn aus dem Weg räumen. Holen Sie die Wahrheit aus ihm raus. Er kennt vielleicht einen Weg in die Eclipse-Basis. Nun, ich muss zurück auf mein Revier und Sie muss ich wohl mitnehmen. Ich danke Ihnen, Shepard. Ja, noch habe ich noch nicht wirklich irgendwas gemacht. Alter. Wie ein diese Mückenviecher fressen. Hallo Erdenclan. Wenn Sie an Waffen interessiert sind, hätte ich eine respektable Auswahl anzubieten. Leider ist mein Geschäft gerade nicht geöffnet. Ich brauche Informationen. Und das heißt, Sie werden normalerweise gut informiert. Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind, Erdenclan. Und einem völlig Fremden kann ich doch keine privaten Informationen anvertrauen. Eclipse macht Jagd auf Sie. Wenn Sie am Leben bleiben wollen, bin ich Ihre beste Chance. Ja, Sie haben recht, Erdenclan. Ich bin verzweifelt. Wütende Söldnerinnen sind hinter mir her und jetzt auch noch diese Asari-Justikarin. Lassen Sie uns reden. Ich habe eine Chemikalie nach Ilium geschmuggelt, die im Kampf Biotikkräfte verstärkt. Und giftig ist sie außerdem. Ich habe möglicherweise vergessen, Letzteres gegenüber Eclipse zu erwähnen. Darum sind sie jetzt ungehalten und wollen mich umbringen. Es klingt, als wären Sie ein Betrüger, dessen Praktiken sich jetzt endlich einmal gerecht haben. Völlig richtig. Aber ich hätte nicht so lange als Händler überlebt, ohne zu wissen, dass man bei guten Geschäften manchmal ein wenig großzügig mit der Wahrheit sein muss. Eclipse hat kürzlich jemanden von dieser Welt geschmuggelt. Ich brauche den Namen des Schiffes, das sie weggebracht hat. Ich weiß nichts darüber, dass sie Leute schmuggeln. Aber in ihrer Basis gibt es darüber bestimmt Unterlagen. Ich habe einen Passierschein, der ausgestellt wurde, damit ich meine Ware importieren konnte. Ich musste ihn zwar abgeben, habe aber zufällig noch eine Kopie davon. Nehmen Sie ihn. Aber Vorsicht! Jede Eclipse-Schwester muss einen Mord begehen, um sich ihre Uniform zu verdienen. Sie sind alle sehr gefährlich. Nun denn, zeigen wir Ihnen, dass wir gefährlicher sind. Das erste Mal, dass ich mit ihm so geredet habe, sonst habe ich ihn einfach immer zusammengeschlagen. Aber interessant, dass es auch nicht. Waffen bereit! Talien Sturmgewehr? Nein, das ist ein Schrotflinte. Verstanden! Na, nee, warte mal. Doch, ist geschickt. Oh, das Ziel hat sich getan! Komm, ich brauche Unterstützung bei der Zielsuche! Dass die Chemikalie die Bionik verstärkt. Aber eine
Allzu hohe Konzentration führt zu schweren Gewebeschäden. Ich schlage eine geringe Dosierung vor. Ja. Unten bleiben. Systemversagen. Okay, machen wir anders. Ich habe den Gehirn massiert. Ein harter Treffer. Ich habe die Schilde verloren. Sie ihr Leben. Das ist ihm ganz noch genügend getan. Kampfschrotflinte S27 bis Gemmer, da können die doch jetzt benutzen. Toll. Annehmen. Wollen wir ganz kurz was gucken. Schrotflinte. Ja gut, also die das Upgrade zu der ist also klar, aber die hier ist ja auch ein Upgrade zu der. Okay, gucken wir mal ganz kurz. Wir rüsten da mal aus. Ach, haben wir schon. Achso, das ist das schnelle Feuerding. Oh Göttin, mach das nicht. Ich habe kein einziges Mal abgefeuert. Ich habe zwar so getan, weil die anderen Eclipse-Schwestern zugesehen haben, aber ich habe nicht geschossen. Sicher. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ich bin ein Neuling. Ich dachte, es wäre cool, Elnora die Söldnerin zu sein. Aber ich wusste ja nicht, was mich... Sie haben ihre Seite gewählt, Elnora, und verloren. Scheiß drauf, Bastard, und scheiß auf dich. Abtrünnig ist mir aber egal. Das nehme ich mit. Wer eine Waffe auf mich richtet und abdrückt, kleines Flittchen, muss mit den Konsequenzen leben. So, wir nehmen die hier und nehmen natürlich Grundmunition mit. Ja, der ist so bums, die Flinte hier. Betäubungsschuss bereit. Fliege unter schwerem Beschuss. Komm schon, Ladies. Das müsste sie weichklopfen. Ich hab sie nicht in Deckung! Ich gehe. Also ich hab immer die Toxin-Konzentration so hoch. Sie ist mir unbegreiflich. So, da hoch geht es weiter. Eclipse Terminal hacken. Ja.
So, das war ja mal ein richtig schneller Hack for Young. Ich brauche Munition für die Schrotflinte, ich hab kaum noch. Ja, kaum noch ist gut, mit mir noch zwei Schuss. Ich mach wieder voll. Ja, vielleicht nehmen wir doch die noch hier. Das war's für dich! So, und... so. Gut, dann haben wir auch gleich nachgeladen. Komm ich da rüber? Nein. Zu suchen. Hier haben wir da die Maschinenpistole, das Maschinengewehr, Sturmgewehr, whatever. Ich habe diesen Träger, den ich da getroffen habe. Ah ne, er fliegt weg, das hat er nicht getroffen. Und the last one. Out of ammo. So, jetzt muss aber noch irgendwo gleich dieser Jäger wiederkommen. Detective Anaya wäre daran bestimmt interessiert. Geben wir es ja nachher. Nein! I hate it. Laden. Warum passiert diese Scheiße immer nur mir? Mann. Und den ganzen Scheiß schon wieder. Hat, haben wir jetzt dieses Log gelesen? Ja oder nein?
Ja. Nein. Ja. Kryo-Munition. Dein Schilde. Ja, das ist schön hier oben. Kommen wir jetzt irgendwie wieder runter? Alter, wie oft kann denn das bitte zweimal hin? Das ist doch unheimlich schön hier oben. Nicht. Knack. Why? Achtung, Feind benutzt nicht nur während der Revolution. Alarm. Verbündeter offline. Mach sie dir, Chetika. Braves Mädchen. Habe Schilde verloren. Offline. Vielleicht soll ich jetzt einfach vor jeder Kiste mich fernhalten. Speichern. Man lernt ja dazu mit der Zeit. Immer mal Schaden mit dem Ding an dem Vieh macht, das geil. Da kommt mir irgendwie mehr Schaden vor als sonst, den ich gemacht habe jetzt. Fast wieder voll, das ist super. Das hier, das und das. So. Das müssten Transportpapiere sein. Hier steht, dass Pitney Four 2000 Einheiten Minagen X3 an Eclipse verkauft hat. Zusammen mit 600 Einheiten rotem Sand. Das ist nicht die Information, die Samara braucht, aber sie belastet den Volus. Ich bin sicher, dass Detective Anaya daran interessiert wäre. Wir müssen in Bewegung bleiben. Credits, auch gut. Dann kann man zwar wieder neue Rüstung kaufen. Ich bin ein biotischer Gott. Ich denke. Und meine Gedanken werden Realität. Fürchtet mich, ihr niederen Wesen. Denn ich bin fleischgewordene Biotik. Ja, sie sind high. Egal, was sie eingeworfen haben, bleiben sie zurück und ich schieße nicht. Sie werden ihre skandalösen Worte noch bereuen. Ich bin ein gewaltiger Sturm, der alles hinwegfegt wie ein gewaltiger Sturm. Ein gewaltiger biotischer Wind. Ja, es war schrecklich, als die Asari mir Unmengen von Chemikalien injizierten. Aber dann spürte ich plötzlich meine unbändige Macht.
Sie mögen lachen, wenn ich hinfalle. Aber sie wissen nicht, was in meinem Kopf glasklar präsent ist. Nämlich, dass ich unfassbar mächtig bin. Alle sollten mich fürchten. Gehören Sie zu Pitney Force Handelsgruppe? Als ich noch sterblich war, habe ich für Pitney gearbeitet. Der Arme macht sich bestimmt große Sorgen, dass ich nicht zurückgekommen bin. Er hat ihr Verschwinden nicht gemeldet. Vermutlich, weil sich sonst seine Abreise verzögern könnte. Für Pitney wird Geld immer wichtiger sein als Freunde. Pah. Ich werde unter den Seinen mit der Rache des Gerechten wüten. Aber zunächst. Die Anführerin dieser Söldner befindet sich im nächsten Raum. Ich werde Wasea umherschleudern wie eine Stoffpuppe. Shepard, der Typ kann sich doch nicht mal die Schuhe zubinden, geschweige denn kämpfen. Ich reiße sie in Stücke. Meine Biotiken kann niemand aufhalten. Wasea wird sie in Stücke reißen. Machen Sie ein Nickerchen, dann fühlen Sie sich gleich besser. Sind Sie verrückt? Nichts kann mich aufhalten. Der Genuss ihres Bienen. Aber gewaltiger Sturm. Biotischer Gott. Ich. Was habe ich gerade gesagt? Ich bin so müde. Sie haben vielleicht recht. Ja, ich bin müde. Ich werde ein Nickerchen machen und das Universum später zerstören. So viel zum Götterstatus. Auch Götter müssen mal schlafen. Aber wir werden später schlafen. Wir machen jetzt erstmal einen Folgen-Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir gegen die Anführerin der Eclipse-Söldner kämpfen. Uppala. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.